Und damit grüßt euch und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. In der letzten Folge haben wir Nummer 2 der Blacklist, Bull, glaube ich, Lisa, haben wir getötet, also vernichtet, also geschlagen. Und in dieser Folge wollen wir einfach mal wieder ein paar Rennen fahren, um irgendwann in nächster Zukunft einmal Razor herauszufordern. Dann wären wir eh schon bald beim Ende. Ich habe auch nachgesehen, jetzt fehlen uns noch 10%. Also wir haben schon 90%. Das ist bald erreicht. Ne? So lang dauert es nicht mehr. Vorne sehe ich schon wieder eine vermaledeite Kurve. Diese Abkürzung aber weckt mir gewisse Zweifel, die ich genommen habe. Aggressive Fahrweise. Ich sollte mich vor denen möglichst fernhalten. Am besten nach vorne orientieren. Wow. Ich bin offenbar voll den falschen Weg gefahren. Okay. Ich bin zumindest mal nicht letzter. Furchtbare Stage. Furchtbar! Und vor allem auch wieder so ein langes Rennen ist das. Wir sind immer noch in der ersten Runde von dreien. Man muss sich ja relativ gut konzentrieren. Das ist recht ein schwerer Streckabschnitt. So, jetzt hoch da. Das ist relativ steil. Alter, wo ist denn da das Ziel, bitte? Oh, fast 20 Minuten fürs erste Rennen. Spektakulär aus. Da fahren wir mal elegant vorbei. Gott sei Dank kenne ich aber langsam die Straßen. Das heißt, es ist recht praktisch, wenn man sich Erfahrung anfährt. Aber gut.
Wir haben schon wieder mal einen kleinen Vorsprung, das gefällt mir. Wäre, wenn ich immer noch in der ersten Runde. Aber wenigstens da hinten schon das Ziel. Vier Minuten die Runde. Leck mich. Scheiße, Mann. Sehr, sehr elegant gefahren. So, hier durch diese Passage durch. Das sehr aussieht wie eine Fußgängerzone. Wie das schön Autobahn ist. Dann halten wir uns aber immer links. Egal was kommt, immer links halten. Lustig. Ich lässt mal nicht hier auch links gefahren, aber dann nach rechts rüber. Ja, wer weiß. Nein, doch. Ja. Weiß ich nicht. So, hier auf jeden Fall jetzt unbedingt links fahren. Das hat mich letztes Mal sehr viel Zeit gekostet. Da hat der Schwein eiskalt vorbei. Ich habe lustigerweise irgendwie rumgeschalten falsch. Vielleicht hängt es mich wieder irgendwo irgendwie auf. Was wollte denn der jetzt? Wollte er mich wegchecken oder was? Wegtecken. Sehr aggressive Fahrweise. Und wenn man bedenkt, dass jetzt das halbe Rennen vorbei ist ungefähr. Ah, verdammt. Jetzt drehe ich auf die Straße und nicht auf die Zeit. Sowieso das total unwichtigste. Voice! Scheiße. Nicht wieder total weit. Ich hasse es. Ich hasse es. Heute ist Montag. Heute sollte es. Also. Ja, heute ist Montag. Jetzt sollte es eigentlich gut gehen. Ah! Scheiße! Ja, halben Kilometer Rückstand. Fuck. Mach's denen halt noch leichter. Genau so ungefähr. So, da haben wir den ersten. Hui! Alter, der ist einen Kilometer voraus. Kann der nur? Wie kann der schon so weit voraus sein? Das ist nicht möglich. Der kann nicht so weit. Der muss gecheatet haben. Nochmal Vorsprung. Wie geht denn das? Kann ich das zufälligerweise sehen? Nicht, gell? Alter. 1400. Hallo, hallo, hallo. Wie fährt denn die Sau? Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Da kann keine 1400 Kilometer voraus sein. Das geht nicht. Den hole ich nie ein, wenn er so weit vorne ist. Vor allem nicht, wenn man nicht wegcheckt. Nein. Den kann ich nicht einholen, wenn er 1400 Meter vorne ist. Das geht nicht. Jetzt 1400 Meter vorgekommen. Außer geglitscht. Er
muss geglitscht haben, der muss geglitscht sein, dieses Auto. Sonst kann der keine 1400 Meter voraus sein. Das war ich nicht einmal in meinen besten Zeiten jemals. Also sobald ich 600 Meter voraus bin, da schaltet er einen Boost ein, dann glitscht er, ja. Aber Teufel noch eins, 1300 Meter, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Vor allem so schnell, so viel. Er muss ohnehin in diese quer auf die ganzen Mauern gefahren sein. Oder hat irgendwie eine fiese Abkürzung geglitscht. Der ist jetzt voll gegen den Schrank gefahren. Also voll gegen die Mauer. Das ist ein Massaker. Das hat schon wieder 500 Meter voraus. Wir waren wahrscheinlich für jede Folge jetzt einen Rennen brauchen. Und jetzt brauchen wir wieder Geschwindigkeit. Am sechsten Gang und der holt immer noch Distanz raus. Scheiß die Wand da. Schwein. Ich brauche diese ganzen Slow-Mos nicht. Wir haben es ein paar Mal schon gesehen, danke. Das regt mich jetzt voll auf. Ich wollte das schön perfekt fahren, aber nee, und der irgendwie cheatet der sich hier durch die Gegend. Schau mal, wie der fährt. Ja, der. Alter. Jetzt könnte denn nichts aufhalten. Außer diese Mauer hier. Ich hoffe, er verkeilt sich voll. Und ich knall voll in die Mauer. Aber er fährt schon wieder wie Sau. Alter! Von diesen Schweinebastardern! Gefällt mir gar nicht. Vor allem, ich frage mich, warum besteht die Blacklist nicht aus einer Reihe von solchen Fahrern? Die fahren alle tausendmal besser als die ersten 12. Die waren allesamt besser als die ersten 14, stimmt's? Bei dieser Pull, da war ja kein Problem. Oder relativ kein Problem. Natürlich kommt auch hier die Karte wieder dazu. Das Problem ist, der hat mich überholt und war dann kurz darauf einen Kilometer vorne. Wie auch immer das möglich war. Da fahren diese Würmer immer rechts, aus irgendeinem Grund. Jetzt fahren sie links, Schweine. Stardi.
cool. Diese ganze Kurve geht im fünften Gang. Ich dachte, die geht nur im vierten. Wichtig ist nur hier links fahren. Denn wenn nicht, dann gibt es große Probleme. Große Troubles. Gut, die 1-2 hat es verhängt. Das ist aber nur dieser... Die 1-2 ist mir scheißegal. Dieser Maskret war es, der vorbei gebrannt ist mit 1000 km/h. Wenn ich den von hinten sehe, dann ist er nur noch weg. Fast. Fast. Alter, wie schlecht ich bin. Der Schwein brennt schon wieder davon. Möchte ich aber nicht. Oh Gott. Alter. Natürlich haut die nicht so durch die Gegend für mich. Wie ein Slow Motion, weil die ja so wichtig ist. Oh, weg. Mensch. Fang schon langsam an meinem VW Golf zu zweifeln. Vor allem wenn Autos daherkommen, die ich nicht sehe. Und das war jetzt die zweite Runde. Scheiß, die Wand hat. Leider Gottes kommt da noch eine Runde. Gut. Ich scheue nicht einmal davor zurück, eine Tankstelle zu zerstören und zu gewinnen. Aber es bringt halt einfach nichts. Weil diese Typen nicht von der Polizei sind. Wenn die Polizei so gut fahren würde, dann hätte ich wirklich ernste Probleme. Jetzt hochschalten wäre dumm. Nein! Ja, danke, ich weiß, dass ich in die falsche Richtung unterwegs bin. Wo kommt dieser verdreckte, verschissene, verkackte LKW her? Na toll. Ugh.
4, 8, 10, 12. 4 Minuten die Runde, ungefähr bei 12, ja. Eine halbe Runde geht's noch ungefähr. Gut, okay, okay. So weit ist er jetzt nicht mehr von mir weg. Halt die Sau. Schweinebastard. Wichtig ist, dass ich jetzt gut fahre. Wenn ich jetzt gut fahre, dann habe ich kein Problem. Acceptable. Ich will gleich das nächste Auto geknallt. Aber ich bin noch Erster. Irgendwie. So. Ach Gott, meine Nerven. Ich hoffe, die nächsten Rennen waren nicht so. Gut, dass das Spiel leckt. Natürlich fliegt der gleich an mir vorbei. Robert. Gut, genau so aufhängen. Sie können das nicht die 1-2 eben so machen. Okay, jetzt nur noch irgendwie vernünftig und ohne großen Unfall ins Ziel kommen. Och Gott. Scheiß, die Wand dann. Achtung, Kanal 1. Mehrere Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gesichtet in östlicher Richtung. Okay, wir haben es geschafft. Eine Folge, ein Rennen. Toll, Wahnsinn. Und damit würde ich sagen, das war's einfach mal für heute. Und bevor die Polizei kommt, sage ich... Bis zur nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Tschüss und habt noch einen schönen Tag.